Dem Markt voraus. Gedanken und Prognosen zur Fleischbranche mit ihrem Gastgeber Fritz Gempel. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Dem Markt voraus. Wir kochen heute. Wir kochen ein Rindergulasch nach Art des Ossobuco. Ossobuco, eigentlich ein Gericht vom Kalbfleisch. Ossobuco heißt auf Deutsch Knochen mit Loch. Knochen mit Loch haben wir hier leider keinen, aber wir haben Rindergulasch vom Rinderbein. Gekauft habe ich das Rindergulasch vom Rinderbein in der Landmetzgerei Setzer in der Nähe von Schwäbisch Hall in Wolbertshausen. Und ich erkläre vielleicht ein bisschen das Fleisch. Also wenn wir das anfassen, sehen wir schon, das hat Sehnen. Das ist kein schieres, mageres Muskelfleisch, sondern das hat sichtbare Sehnen. Das ist das Fleisch vom Bein, von dem wir auch Beinscheiben machen. Und es hat intramuskulär auch noch viel sehniges Material. Das Fleisch bindet also wunderschön. Wir würden vom Geschmackserlebnis, vom Mundgefühl her ein butterweiches, leicht sulziges Gulasch erhalten. Rinderbein. Das nächste, was wir hier haben, ist ein Stangensellerie. Wir brauchen zu unserem Kochen Salz, Pfeffer, Sonnenblumenöl für die Dinge, die wir scharf anbraten, Olivenöl für die Gemüse, die wir erdünsten, ein bisschen Weißwein. Zu dem ganz Besonderen kommen wir zum Schluss. Wir brauchen Tomaten, wir brauchen Knoblauchzehen, Tomatenmark, wir brauchen Zwiebeln, weil die Geheimnisse eines guten Gulaschs wesentlich die Zwiebelschale und auch ein bisschen der Zwiebelsaft sind. Wir brauchen Kräuter. Ganz wichtig, der Thymian. Wenn man da nur ein bisschen drückt, ist eine Riesenwolke da. Und wir werden ein paar Rosmarinzweige reinlegen. Die nehmen wir später wieder raus, weil das ansonsten doch ein bisschen ist, als hättest du einen Tannenbaum in deinem Gulasch. Jetzt kommt das Besondere, was wir hier machen. Normalerweise würde man jetzt zu einem solchen Gericht Zwiebeln haben. Man würde für diese Menge Fleisch etwa diese Menge Zwiebeln haben. Wir würden diese Zwiebeln schälen, würfeln, andünsten. Und genau dafür gibt es ein ganz tolles Fertiggericht, das ich Ihnen zeigen will. Und dieses Fertiggericht wird zurzeit in Deutschland, vor allem in den Fleischtheken in Deutschland, neu eingeführt. Es ist die Fix- und Fertigzwiebel von der Firma Holzmann aus Schwanenstadt in Österreich. Ein solches Päckchen mit 300 Gramm Fix- und Fertigzwiebeln wird aus etwa, das sind 1,5 Kilo, wird aus etwa 1,5 Kilo frischen Zwiebeln hergestellt. Liebe Leute, ich kenne natürlich den klassischen Einwand gegen Convenience-Gerichte, gegen Convenience-Zutaten. Und dieser klassische Einwand heißt, ach, wir bauen unsere Zwiebeln im eigenen Garten an, wir ernten sie, wir würfeln sie und wir braten sie an. Das ist wunderschön, das ist auch romantisch, aber das ist in den seltensten Fällen die Arbeitswirklichkeit in den Betrieben. Das, was wir hier haben, ist einfach super praktisch und es schmeckt mindestens genauso gut. Und das werden wir heute beweisen. Wenn wir jetzt hier gerade das Gulasch vom Rinderbein angeschaut haben, dann denken wir ruhig mal dran, das ist kein Filet, das ist kein Rumpsteak, das ist keines der sogenannten Edelteile, sondern es ist eher ein etwas weniger gefragtes und es ist ein viel preiswerteres Fleischstück als die vielen Edelfleischstücke. Und das ist etwas, was mir an diesem Gericht ganz besonders Freude macht. Die Teilstücke vom Vorderviertel, die gemeinhin weniger begehrt sind, und andere Teilstücke, die nicht so sehr in der Mode sind, aus denen etwas ganz Besonderes zu machen. Unser Fleisch hat Zimmertemperatur. Das Öl muss jetzt richtig heiß werden in dieser Eisenpfanne. Ich werde es trotzdem auf 2 oder 3 Mal anbraten, dass ich nicht das Fleisch reingebe und es sofort aussaftet.
für unser Gulasch jetzt maximal schon Röstaromen gewonnen. Röstaromen sind etwas ganz Tolles. Fleisch ohne Röstaromen fänden wir wie Krankenhausküche. Und hinter den Röstaromen sind wir auch künftig her. Wir werden auch unser Tomatenmark jetzt anrösten. Und wenn ich sage, nach dem Tomatenmark kommt etwas Besonderes hier rein, dann ahnen Sie wahrscheinlich schon, es sind diese Fix- und Fertigzwiebeln. Weil wir da viel Hitze haben, habe ich da nochmal das Sonnenblumenöl genommen. Und die Röstaromen haben wir natürlich auch hier unten in dieser Pfanne drin. Und damit wir nichts herschenken, werden wir den Rest vom Tomatenmark, in jeder Küche steht immer eine Weißweinflasche offen, werden wir den Rest vom Tomatenmark mit einer kleinen Menge Weißwein ein bisschen aufrühren, dass wir das alles schön verbrauchen. Unser Gulasch haben wir auch inzwischen gesalzen. So, wenn das Tomatenmark angeröstet ist, dann ist die Aromakraft von diesem Tomatenmark noch mal viel, viel stärker. Man muss nur aufpassen, dass es nicht verbrennt. Es verbrennt einfach leicht. Ich behitze etwas runter und jetzt haben wir unsere Fix- und Fertigzwiebeln. Ich habe diese Fix- und Fertigzwiebeln aus der Großverbraucherpackung genommen. Denn es gibt außer diesen 300 Gramm Würsten für die Fleischtheke, gibt es die große 3 Kilo Packung. Und das braten wir jetzt zusammen an. Das ist also ungefähr das Material von 2,5 Kilo rohen Zwiebeln. Und das darf jetzt gerne die Röstaromen von unserem Fleisch aufnehmen. Das gibt eine Masse, die jetzt einerseits dem Gulasch Geschmack und zum anderen natürlich auch Bindung verleiht. Die Zwiebel und dieses sehnige Fleisch ist die ideale Vorgabe, dass unser Gulasch eine schöne Bindung hat. Während das hier weiter brutzelt, das hier kommt später, fange ich mal an, die Tomaten zu schneiden. Man könnte natürlich Tomaten in stückiger Form aus der Packung nehmen. Aber es ist Sommer und es gibt überall wunderschöne, aromatische, frische Tomaten. Die nächste Aktion zu unserem Ossobuco vom Rinderbein, zu diesem maximal jetzt angebratenen Fleisch mit den vielen Röstaromen, kommt jetzt das Tomatenmark und die Fix- und Fertigzwiebeln, ebenfalls mit tollen Röstaromen. Das vermengen wir dann. Und jetzt wird ein drittes Mal etwas angebraten, was dann dieses Gericht ergibt, und zwar die Tomaten. Da nehmen wir volle Hitze, weil die Tomate ja viel Flüssigkeit hat. Ja. Ja, hey, ist das was Schönes. Inzwischen ist hier Salz drin. Wir können jetzt auch den Pfeffer ein bisschen dazugeben. Und als nächstes hacken wir dann den Knoblauch klein. Hier haben wir Tomaten geschnitten. Und die braten wir jetzt auch an. Die ziehen natürlich sofort Wasser, weil Tomaten einfach zum allermeisten Teil aus Wasser bestehen. Und während das vor sich hin brutzelt, hacke ich den Knoblauch klein. Und als nächstes geben wir die Tomaten, die wir angedünstet haben, jetzt zu der Gesamtmasse Gulasch, Zwiebeln und Tomatenmark. Mengen das schön durch. Jetzt sehen wir schon, das ist eine so zäh
dickflüssige Sache geworden, dass da unsere kleine Menge Weißwein, mit der wir den Rest Tomatenmark aufgelöst haben, ganz sicher gut tut. Und da sind wir mit dem Weißwein auch mal noch mal etwas großzügiger. Wir hacken Knoblauch. Es gibt Fans, die schwören darauf, Knoblauch zu pressen und haben eine Knoblauchpresse. Mir persönlich ist das Hacken lieber. Ich glaube, dass er dann intensiver kommt. Aber das soll mal jeder machen, so wie er es für richtig hält. Wir haben hier 5 Knoblauchzehen. Man muss dazu sagen, unser Gericht gart 3 Stunden. Also ein scharfer Geschmack vom Knoblauch wird nach 3 Stunden nicht mehr übrig bleiben. Also Freunde, wenn ihr nicht nach Knoblauch riechen wollt, keine Angst. Das Risiko ist nur beim rohen Knoblauch oder bei Knoblauchgerichten, die nur ganz wenig gegart werden. Aber unser Ossobuco vom Rinderbein, das wird 3 Stunden gegart und da wird niemand mehr nach Knoblauch stinken. Und Knoblauch. Jetzt haben wir die wesentlichen Zutaten in unserem Gulasch drin. Es kommt später noch dazu Möhre und es kommt noch dazu Staudensellerie. Und da können wir in jedem Fall noch ein bisschen aufgießen. Während unser Rindergulasch nach Art des Ossobuco hier auf kleiner Flamme weiterköchelt, erzähle ich Ihnen, wie die Markteinführung dieses Produkts in Deutschland aussieht. In Österreich ist nämlich diese Fix- und Fertigzwiebel schon in ganz vielen Fleischtheken und sie liegt meistens neben dem Gulasch oder neben dem Hackfleisch. In Deutschland wird sie jetzt eingeführt über die deutschen Metzgergenossenschaften, die wiederum gebündelt sind in der Zentrak. Deswegen für die Besucher der Fleischfachmesse Süffa im September in Stuttgart werden Sie die Firma Holzmann mit den Fix- und Fertigzwiebeln am Stand der Zentrak sehen. Und für die Besucher der meiner Meinung nach wichtigsten Veranstaltung der Fleischbranche, der AFZ-Akademie, da sind die Fix- und Fertigzwiebeln auch dabei. Also Stuttgart wird spannend. Und jetzt kümmern wir uns dann weiter um unser Gulasch. Alles, was Salz hat, braucht auch ein bisschen Zucker, gerade die Tomatengerichte. Deswegen geben wir jetzt hier noch eine schöne Prise Rohrzucker mit dazu. Dann kriegt das eine bestimmte Schwere und Süße. Das nächste, was wir für ein gutes Gulasch brauchen, ist Zitronenschale. Und wir werden die Schale der beiden Zitronen in dieses Gulasch geben. Und dann schmecken wir das ab und schauen, wie viel Zitronensaft wir zusätzlich mit reinnehmen. Die Zitrone ist meiner Meinung nach eines der Geheimnisse von einem guten Gulasch. Ganz egal in welcher Variante. Das ist eine regionale Zitrone, keine Bio-Zitrone. Ich habe sie warm gewaschen mit warmem Wasser. So, dass wir da auch auf der sicheren Seite sind. Wunderschöne Farbe und es riecht natürlich auch toll. Zitronenschale. Zitrone ist natürlich so ein Gewürz, da kann man auch leicht mal zu viel erwischen. Deswegen geben wir das jetzt mal hier rein. Und wenn das dann drin ist, schmecken wir es ab
und überlegen, geben wir eine halbe Zitrone mit dem Saft rein oder eine ganze. Was man in jedem Fall jetzt schon sieht, das hat jetzt schon eine tolle Bindung. Das hat jetzt schon eine sehr schöne Konsistenz. Sowohl die Fix- und Fertigzwiebeln als auch unser Fleisch mit den vielen Bindegewebe sorgt natürlich dafür, dass wir hier eine wunderschöne Bindung kriegen. Und wir haben erst eine halbe Stunde von 3 Stunden Garzeit. Und während es weiterköchelt, kümmere ich mich hier ums Gemüse. Als nächstes kommen hier die Karotten und der Staudensellerie. Was wir jetzt schon mal dazugeben können, sind unsere Kräuter. Eine wahre Wucht ist dieser Thymian. Rosmarin, aber den Rosmarinzweig, den schneide ich jetzt hier nur ab und werde ihn dann danach wieder rausgeben, weil das ist wirklich dann wie ein Stück Tannenbaum im Gulasch. Wir merken uns, dass wir 2 solche Stängel reingeben und die wieder rausziehen. Liebe Freunde zu Hause, ich habe gerade mal unser Gulasch vom Rinderbein nach Art des Osobuco probiert. Also da ist jetzt geschmacklich alles drin, worauf ich mich auch gefreut habe. Da ist das Fleisch, da ist die Zwiebel, da ist die Zitrone, da ist der Thymian, da ist der Rosmarin. Das ist alles da und das ist in der richtigen Kombination da. Da ist Salz und auch ein bisschen Süße da. Was mir noch ein bisschen gefehlt hat, war, dass das Ganze noch ein bisschen Feuer kriegt. Und deshalb liegen hier 3 getrocknete Chilischoten. Und die werde ich jetzt ganz klein hacken und dann kriegt das, was schon so schön rund ist, das kriegt jetzt noch ein bisschen Feuer unter dem Hintern. Das kriegt noch ein bisschen Schärfe. Diese 3 Chilischoten reichen völlig aus für diese Menge. Jetzt warten wir ungefähr eine halbe Stunde, eine Stunde, lassen wir das jetzt köcheln und dann kommt oben drauf der Stangensellerie und die Karotten. Man schmort das Ganze noch zusammen. Man könnte, wenn dieses Gericht fertig ist, natürlich Polenta dazu machen. Man könnte Süßkartoffeln dazu machen. 2 Dinge, die auch farblich schön dazu aussehen würden. Aber eigentlich ist das ein Gericht, in dem alles drin ist. Fleisch und viele tolle Gemüse. Also, wir lassen ein bisschen garen und dann kommen unsere Gemüse dazu. 2,5 Stunden, nachdem wir unser Rindergulasch vom Rinderbein nach Art des Osobuco angesetzt haben, kommen wir jetzt ins Finale. Wir geben jetzt noch die Gemüse dazu. Der Topf wird jetzt ganz schön voll werden. Da haben wir zum einen hier den Staudensellerie und dann haben wir hier die Karotten. Und das wird dann die letzten 20 Minuten geben. Wir haben ohnehin schon eine wunderschöne Konsistenz und die Gemüse werden jetzt nochmal mithelfen, dass das eine richtig üppige Angelegenheit wird. Man kann immer überlegen, was hätte man besser machen können, und als Nummer 1 fällt mir ein, einen noch größeren Topf nehmen. Ja, das Schönste am Kochen ist natürlich, wenn man probiert, ob es denn was geworden ist. Osobuco vom Rinderbein. Und schauen wir mal, dass wir da auch Fleisch auf den Löffel kriegen. Also keine Frage, wir sehen eine tolle Konsistenz. Und jetzt schauen wir mal, dieses Rinderbein. Ja, also man sieht schon, da muss nicht viel geschnitten werden, das ist wunderschön zart.
alles Gute, was wir da reingegeben haben. Das Fleisch, die Zwiebeln, den Thymian, den Knoblauch, die Zitrone, den Staudensellerie, die Karotte. Alles Gute schmeckt man in einer schönen Balance raus. Das ist ein schönes mediterranes Gericht. Es ist ein preiswertes, ein einfaches, ein unbeliebtes Stück Fleisch. Das wunderschön zart ist, das ein bisschen sülzig schmeckt, das sich in der Zunge, an der Zunge zerdrücken lässt. Ich glaube, wir haben da ein sehr schönes Beispiel gezeigt, wie man aus einem einfachen, weniger beliebten Stück Rindfleisch etwas Tolles machen kann. Ich sage Danke, ja, zunächst mal an die Metzgerei, wo ich das Rindfleisch gekauft habe, an die Landmetzgerei Setzer in Wolpertshausen. Ich sage ein besonderes Dankeschön an die Firma Holzmann, denn ich erinnere daran, wir haben diese schöne Soße zum einen mit einem Fleisch hergestellt, das von Natur aus eine schöne Bindung schafft, und wir haben zum anderen Geschmack und Konsistenz mit diesen Fix- und Fertigzwiebeln hergereicht. Das hier entspricht dem hier, finde ich eine Riesengeschichte, und diese tollen Produkte, das die Fix- und Fertigzwiebel für Gulasch und für Faschiertes, gibt es für die Metzger über die Fleischergenossenschaften zu kaufen oder direkt bei Holzmann, Feines vom Land, in Schwanenstadt in Österreich. Wir verabschieden uns von hier, mein Kameramann und ich. Wir werden jetzt in Ruhe unser tolles Rindergulasch essen. Wir verabschieden uns von hier und wir zeigen zum Schluss einige Fotos aus einer tollen Metzgerei, die erst im August 2021 nach großem Umbau neu eröffnet hat. Die Landmetzgerei Spirkel in Kastel bei Altötting, und natürlich sind in der Fleischtheke dieser Landmetzgerei auch die Fix- und Fertigzwiebeln neben dem Gulasch und neben dem Hackfleisch. Wir sehen uns wieder spätestens auf der Süffer in Stuttgart. Viel Erfolg, alles Gute, und wir lassen es uns jetzt schmecken. Tschüss. Sie wollen kein Video mehr verpassen? Abonnieren Sie jetzt den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Weitere Infos zu unseren Themen finden Sie auf unserer Homepage www.gempel.de.